Da sind wir wieder. Klaus Hofsäß und Rainer Schüttler von Tennis wollten? Nein. Ich dachte wegen Damen, Fettcup-Trainer und etc. Du, Damen-Tennis-affin, weibliche Züge. Oh Gott. Ich wollte die Brücke jetzt schlagen. Der Rainer, der sitzt gerade in Brasilien und schwitzt. Genau. Billie Jean King Cup Team. Ich bin nicht dabei dieses Mal. Billie Jean King Cup. Ich darf nicht mehr in Brasilien einreisen. Aber Anna ist da. Anna ist dabei. Thema heute, die Trainingsbälle. Trainingsbälle. Immer wieder mal nachgefragt in den Kommentaren, für uns ersichtlich, was wir da empfehlen. Und gerade jetzt, wo, ja, gut, ja, bei einigen ist es schon draußen losgegangen. Einige müssen doch vielleicht ein, zwei Wochen warten, bis die Plätze aufhaben. So ein bisschen auf, wie steigen wir ein? Und jeder kennt das, weiß ich nicht. Und der Wind und die Sonne und der Platzfehler und so ein bisschen Frust. Und alles, was so dazukommt, reinkommen, ganz, ganz wichtig. Wie kommt man rein? Man braucht Bälle. Ohne Bälle kann man nicht spielen. Und deswegen unsere Idee heute mal, aufgrund eurer Anregung, welche Trainingsbälle empfehlen wir? Gerade mal im Kopf so gerechnet, gerade gar nicht, das ist aber ein bisschen dir mal nicht an deinen Lippen gehangen. Ich glaube, wir verbrauchen so knapp 8000 Bälle im Jahr bei uns in der Tennisakademie. Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt müsst ihr mal rechnen, wie viel das ist. Man kauft ja wirklich regelmäßig. Der kauft ja dann sogar bei uns, ne? Ist unser bester Kunde, wenn man das so sieht. Aber das ist eine Menge, hört sich nach sehr viel an. Das ist eine Menge, ja. Legt aber auch Wert drauf, dass mit vernünftigen Bällen spielt. Wenn ich das manchmal sehe, bei manchen. Egal. So, legen wir los. Wo willst du anfangen? Wo links nach rechts, rechts nach links? Ich würde anfangen bei Bällen, die wir empfehlen würden für Medenspieler, die Trainingsmatches machen, aber sagen, okay, ich möchte jetzt nicht unbedingt bei jedem Trainingsmatch mit neuen Bällen spielen, aber ich möchte nicht gerade übertrieben 15 Euro für die Official Ball Dose. Dann drehe ich die mal rum, zieh mir die beiden hier rüber, mach das mal so. Wir sind ja hier in Essen im Tennisverband Niederrhein. Ja. Bei uns wird der Dunlop 4 Tournament bei den Medenspielen, bei den Turnieren gespielt, verpflichtend gespielt. Und guckt euch die Preise an. Das könnt ihr selber machen, das müssen wir nicht kommentieren. Aber es gibt immer wieder mal die Frage, ob wir vielleicht noch eine Alternative hätten. Ja. Die gibt es. Und aus unserer Sicht gibt es die. Ich fange mal mit dem hier an. Dunlop Ford Clay Court. Was ist der Unterschied? Guckt euch auch da bitte den Preis an. Des Weiteren ist der Filz von diesem Ball wasserresistenter. Es kann durchaus sein, dass wir auch noch mal so ein bisschen Nieselwetter haben, die Plätze vielleicht ein bisschen feuchter sind am Anfang, wenn sie aufmachen. Das kennt jeder von euch, so ein bisschen matschig, so ein bisschen schmierig. Und wenn ein Ball einfach die Fähigkeit besitzt, ein bisschen weniger aufzusaugen, vielleicht nicht so schnell so schwer wird. Wer Fußball früher gespielt hat, kennt das noch, wenn die Dinger richtig vollgesogen waren. Also nicht so aufgeht. Der ist, glaube ich, zudem mit diesen Bällen hast du relativ viel Kopfballtraining gemacht, ne? Diese Spätfolgen. Da gehen wir später mal. Ich bin auch noch gespannt, ob du auf meinen Arzttermin von vorgestern Abend eingehst. Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ne? Dass so ein Pünktchen bin ich nicht. Auf jeden Fall Dunlop, Ford, Clay Court. Wirklich mal eine Empfehlung unsererseits. Mhm. Mach das mal sehr nah dran am Turnierball. Das sind auch die Umstellungen, weil viel Zeit haben wir nicht mehr. Die meisten machen ja Ende April, Anfang Mai. Geht's los mit den Spielen. Wirklich eine Alternative. Gleiche halt jetzt für andere Verbände hier mit dem Wilson Clay Court. Eine Autobahnausfahrt weiter haben wir den Westfälischen Tennisverband, haben wir den WTV 2.0, der gespielt wird. Ja. Da vielleicht alternativ, den du jetzt gerade in der Hand hast, in Roland Garros. Ja. Roland Garros, genau. Gestern haben wir damit gespielt. Ist ordentlich, aber kommt mir etwas langsam vor dieses Jahr der Ball. Aber gucken wir mal, was in Paris passiert. Was ich noch in die Runde werf, was ich immer wieder als super Alternative sehe, ist der Premium. Ja, weil ich finde, du kannst von dem auf jeden anderen Turnierball wechseln. Der ist so neutral, ne? Gut zu spielen, armschonend. Ich finde, wenn du hier auf den Dunlop wechselst, auf den Wilson wechselst, hast du dich schnell umgestellt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, du, nächste Woche müssen wir den Ford Tournament oder müssen den WTV 2.0. Natürlich haben wir das in unserer aktiven Zeit auch gemacht, kurz vor den Wettkämpfen mit dem tatsächlichen Turnierball dann gespielt. Aber es spricht nichts dagegen, auch mal vielleicht so ein bisschen in der Offseason oder wenn man ein bisschen weiter weg ist vom Wettkampf, mit dem Premium auch spielen zu können. Weil genau wie du es beschrieben hast, der Umstieg auf den Turnierball, der fällt sehr leicht. So. Ne? Dann haben wir für die Trainer. Evergreen. Ja, auch immer wieder, ja, aber Trainer, wir spielen mit den, jetzt bei uns, mit dem Dunlop, weil wir wollen auch damit trainieren. Ja, dann möchtest du als Trainer auch nicht gehen und sagen, okay, na, pro Dose haue ich Summe X hin, sondern auch da gibt es einen Takedown, eine gute Alternative. Das ist der Dunlop Trainer. Den hat, glaube ich, jeder von uns schon mal in der Hand. Früher noch in dieser silbernen Dose. Ja. Und in der grünen
in der grünen eckigen Ballkiste. Genau. So was in grün, mit VDT-Trainer und alles und drauf. Hier? Ja. Wir haben den Deckel nicht vergessen, der ist per se nicht dabei. Weil was passiert in der Praxis? Coach kommt rein, kauft 2x18 Dosen, also 36 Dosen. Der macht die eh nur auf, zack, in seinen Korb rein und fertig. Der braucht die Verpackung nicht. Deckelchen, hier nein, die Dose nachher weg. Und hier Zwischending, Zwischenmaß aus genau, genau. Einfach ein bisschen Plastik weggelassen. Umweltschutz wird immer groß geschrieben. Jetzt kommen wir so ein bisschen, habe ich fast das Gefühl, zu deinem momentanen Lieblingsball. Ja, absoluter Lieblingsball. Sag auch immer, der ist zu günstig. Ne? Schimpf ich immer. Passiert alle zwei Tage, dass Kunden vor mir stehen im Store und sagen, ja, der kann doch nichts sein, der ist doch günstig. Ja. Also bei dem Preis, das kann doch kein vernünftiger Tennisball sein. Da steht doch nicht drauf, ITF approved und sowas. Ne? Habe ich alle zwei Tage und dann sage ich, Leute, mal spielen. Ja. Mal machen. Also Racket Roots und ich habe Leute, die wirklich, die pingelig sind, ein Albert Ramos oder sonstiges, die mal im Training dabei sind. Ich erinnere mich, als wir dessen Schläger hier getunt haben, ja, sehr pingelig. Ja. Der geht auf Swingweight einen Punkt, dreht er durch, wenn der nicht gleich ist. Also das ist ein Ball, das ist mein Favorit. Ja, da habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch, wie gesagt, zwischen 6.000 und 8.000. Du bist auf jeden Fall umsatztechnisch hier im Store Rekordhalter, was diesen Ball betrifft. Ja. Ist am Anfang ein bisschen härter, wie du gesagt hast. Ne? Springt ein bisschen höher, aber dann gleichmäßig spielbar. Genau. Also nicht so diese Down-Performance, sondern wirklich ziemlich lange gleichmäßig spielbar. Auch wenn dann vielleicht der Filz, man sieht den Ball an, dass er schon ein paar tausend Mal geschlagen wurde, aber er lässt sich immer noch gut spielen. Korrekt. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen mal so eine Brücke. War eine spontane Idee vorhin. Was ist denn so mit Ballmaschine? Was ist denn vielleicht so mit Schultennis? Was ist denn so vielleicht? Schul-AG, genau. Was ist denn vielleicht mit absolut Anfänger, Quereinstieg oder whatever? Aber vor allen Dingen das Thema mit der Ballmaschine. Das habe ich gestern noch bei mir. Oder ich will mal eine Kiste Aufschläge zwischendurch machen, mache das aber nicht regelmäßig. Da haben wir immer noch im Angebot den drucklosen Ball. Ja. Pressureless Balls. In Amerika übrigens noch unfassbar verbreitet. Ne, auf den Hartplätzen und bei den Tennisschulen. Also wie gesagt, haben wir immer noch ein Programm, wenn ihr eine Ballmaschine habt oder sagt, hin und wieder möchte ich nur mal aus dem Korb was machen, aber es lohnt sich nicht, dass die Bälle dann nach ein paar Wochen platt sind. Drucklose. Ne? Da, für diese ganzen Geschichten haben wir hier die ganzen tollen Sachen. Weil du gerade sagst, das Aufschlagtraining, wenn wirklich einer mal die Disziplin hat, ich weiß, das ist manchmal vielleicht gefühlt ein bisschen langweilig. Wir wissen, wer viel Aufschlag trainiert, wird auch seinen Aufschlag verbessern. Und dann brauchst du einfach mal 30, 40 Bälle, 50 Bälle und dann ist so eine Tasche oder vielleicht so ein Eimer, wie ihr es dort sehen könnt, ganz spannend. Und deswegen haben wir uns das auch mal rausgeholt für Leute wie Patrice, die sich nicht mehr so gut bücken können. Ballsammelröhre. Alternativ, das kenne ich wirklich noch von meinen Anfangszeiten. Aus dem Jugendknast oder was? Ja, Bälle aufkriegen. Schwedische Gardinen. Also, gibt's alles. Wir haben eine Gruppe jetzt noch vergessen, die Kids. Ne? Ich hole mal ganz wichtig, bitte. Ganz, ganz wichtig. Großer Verfechter mittlerweile. Kann man auch mal ersetzen, die Bälle. Ja. Wirklich. Ja. Ne? Haben wir mal in einem anderen Video erklärt, die verschiedenen Stufen. Ich mache sie mal farblich. Rot 75% weicher, Orange 50% weicher, Grün dann auch nur noch 25% weicher. Auch die haben ja Filzummantlungen. Ja, die Kids hauen nicht so fest hier drauf, aber ein gewisser Verschleiß, der findet dort auch statt. Also hier, auch da kann man mal die Bälle erneuern. Und hier aus Trainersicht auch wirklich nochmal ganz wichtig, durchlauf die Stage. Ja. Die Stages, es ist gut für dich, klar sein, die kleinen. Ich kann aber schon mit den großen spielen und sind dann stolz. Ja, aber für die Entwicklung der Technik und allem nimmt die Stage-Bälle. Wenn ich manchmal bin ich auch ein bisschen sauer, dann hat das Kind vielleicht, was vor mir steht mit den Eltern, den altersentsprechenden Schläger, der passt. Und ich erfahre dann, dass in der Praxis aber teilweise schon mit Erwachsenenbällen im Training gespielt wird. Und ich dann den Eltern immer versuche zu erklären, so ein kleiner 19er, 21er Schläger oder was auch immer, ist nicht in der Lage, diesen Aufprall von den harten Bällen zu absorbieren. Und dann geht das wie so ein Zitteraal in den Kinderarm rein. Das darf nicht sein. Genau wie du durchlaufst die Stufen, achte drauf. Persönliches Anliegen von uns beiden. Ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt meine Sache noch. Ach, guck mal. Die muss ich einfach einmal ins Bild halten. Was machst du denn mit der Black Roll? Hast du gerade gesehen, wie ich mich gerade schon wieder gebückt habe. Ja, um Gottes Willen. Das hat nichts mit vorgestern Abend zu tun, mit dem Termin, auf den wir nicht näher eingehen. Schnipp, schnapp. Das gibt Kommentare. Schreibt doch mal eure Erfahrungen
Wir haben auch überlegt, vielleicht mal ein Video zu machen, wo wir mal, wie steigt man denn am besten ein? Also losgelöst jetzt von den Bällen, weil jeder kennt das ja mit dem Frust. Haben wir vorhin gesagt, Platzfehler, Sonne, alles fühlt sich so langsam an. Warum spiele ich denn keinen Ball länger als T-Linie? Also diese Empfindung, ja, die jeder hat, das vielleicht mal in einem anderen Video, oder? Ja. Können wir darauf eingehen? Da gehen wir auch dass mal wir ein bisschen was an die Hand geben können, wie du empfehlen würdest mit deiner Erfahrung, wie man vielleicht in 2, 3 Wochen mit welchen Steps man da arbeiten sollte, um gefühlt gut gerüstet ins erste Main-Spiel reinzugehen? Ja, okay. Das machen wir. Werden wir machen. Ihr Lieben, hoffentlich konnten wir euch ein bisschen was an die Hand geben. Gerne Kommentare schreiben, eure Empfehlungen. Ich finde das toll, dass da manchmal sogar so eine Art Interaktion stattfindet, dass ihr euch einander dann schreibt. Also das sehen wir. Und sei nicht böse, wenn wir nicht auf alle Sachen antworten. Ich habe viel zu tun. Dirk schläft viel. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Wenn dem mal so wäre. Ihr Lieben, alles Gute. Ciao. Advantage You. Schön.